Yo, und somit wieder herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Jurassic World Evolution 2. Wir sind ja letztens hier bei dem Paros stehen geblieben und es geht auch in dieser Folge weiter. Und kurze Information, ich spiele ja jetzt zurzeit die Kampagne. Sobald die durch ist, baue ich meinen eigenen Park mit allen Dinos, die dazugehören, mit allem drum und dran. Also freut euch schon mal drauf. Das ist wie gesagt halt nur die Kampagne und ja, als nächstes, wir sehen ja, was wir machen müssen, die Beobachtungsgalerie zur Forschung halt. Und die finden wir natürlich, die finden wir hier. So, wo packen wir die hin? Ich würde sagen, damit wir alles beobachten können. Ah, guck mal hier. Hier geht es. Und? Stopp! So, und diese Geschichte schauen wir uns jetzt nochmal ganz genau an. Hä? Okay, Fehler. Nein! Ziege! Kollege! Du hast ihn vorhin nicht erwischt. Und dann hat der Fehler dich zurückgespult. Und dann konntest du ihn erwischen. Also, wir haben gesehen, die Ziege hat ihn ausgetrickst. Was isst du denn da? Okay, er ist neuerdings Sand. Gar kein Problem. So, das haben wir jetzt fertig gebaut. Oh, da gehen wir jetzt gleich ganz kurz rein. Ich muss jetzt wieder ganz kurz mit der Steuerung klarkommen, weil ich komme wieder nicht so wirklich klar. Aber, wie gesagt, ist schön da drin. Warum kann ich nicht rein, aber raus? Okay, kein Problem. So, wir brauchen hier jetzt einfach nur einen Weg. Und das würde ich sagen, dass wir das schön gerade machen. So, das war's. Was gibt's denn jetzt? Ranger-Team, was für eine Mission haben wir? Suche nach Spuren, eine gefährliche Tier. Aber jetzt, Mr. Grady, ja? Müssen wir herausfinden, wo sie sind. Dr. Kajal, Owen, keine Sorge, Dr. Finch oder wie der auch immer heißt. Ich mache das nicht zum ersten Mal. Von oben, von Symbol her, würde ich sagen, es ist der T-Rex. Aber ich denke mal, es wird safe nicht der Rex sein. Ein Triceratops? Was machst du da? Okay, aber das ist nicht das, was wir jagen müssen. Was ist es, was wir jagen müssen? Ey, das, ich finde, das haben sie so nice gemacht, dass man das irgendwie so sieht machen kann. Versprechend aus. Nicht, ja, dass ich irgendwas versprechen würde. Aber? Störung identifiziert. Ach ja, stimmt, wo ich jetzt gerade drauf komme. Schade, man kann hier keine Person steuern. Das wäre cool gewesen. Weil dann hätte ich das benutzt wie als, ja, wenn der Rex kommt und mich fressen möchte, kann ich noch abhauen. Aber cool, dass man hier wirklich rumfahren kann. Jetzt fehlt nur noch, dass man wirklich einen Mensch steuert. Oh, wir haben wieder was hier. Saurier-Sprung gefunden. Alles deutet in diese Richtung. Ja, da bin ich auch der Meinung. Ich weiß zwar nicht, was für eine Spur das hier ist. Ah doch, ein Kadaver oder so. Gut, was haben wir denn hier? Vielleicht ist da sogar ein Busch drin. Ich weiß es nicht, aber ich kann immer noch nichts deuten. Ist aber ziemlich groß, die Fläche hier. Kollege, wo bist du? Und was? Da drüben haben wir was Neues. Das ist es. Warte. Galli. Ei. Cool. So, das ist wieder was Neues. Owen? Saurier sind auf jeden Fall nicht sonderlich subtil. Ja. Wo immer sie hingehen, hinterlassen sie Spuren. Wie lange muss man denn hier fahren, dass... Das, im Gegensatz zum ersten Teil, ich hoffe, man kann so groß seinen Park bauen. Das wäre ja gigantisch. Was haben wir hier jetzt? Noch eine Spur. Wir suchen weiter. Wir sind nah dran. Ich glaube auch, wir sind sehr nah dran. Man muss wirklich sagen hier, also dass sie sowas jetzt hier mit eingebaut haben. Geil, gefällt mir. Scharfe Linkskurve. Ab geradeaus. Wir haben es gleich. Da oben ist ein Heli. Hast du es schon entdeckt? Oh mein Gott, ist das hübsch. Willkommen in Alaska, würde ich jetzt sagen. Aus dem Weg, Kinder. Aus dem Weg. Ich komme. Halt! Hey! Stopp jetzt hier. Ich sag's dir. Fahr weg, oder ne? Es sitzt. Oh nein. Es schneit. Oh, dann wird hier alles gleich weiß sein. Nicht gleich, sondern sofort. Oh mein Gott, kann ich hier ein Foto machen? Kann ich denn ein Foto machen? Extra für euch. Bisschen Feuer. Gut. Okay, dann wollen wir doch mal weiter. Kamera wechseln? Oh my goodness. Oh, warte mal, wir haben eine Tür verloren. No problemo. Wo ist es denn jetzt? Eieiei. Oh, warte mal, wir sind dran vorbei. Könnt ihr es sehen? Ich sehe es nicht. Okay, wir fahren mal ganz kurz weiter geradeaus. Ich will mal kurz was... Okay, Spuren gibt es hier nicht.
Ey, das ist verdammt schön. Da hinten sind Stegos. Alles ist verdammt nice. Aber wir haben immer noch nicht diese Kreatur gefunden, beziehungsweise Dino, was wir jagen müssen. Oh, es hat aufgehört zu schneien. Schade. Oh, jetzt gib mir doch nicht nochmal eine Spur. Gib mir doch bitte den Dino. Hm, hallo? Sei einfach auf alles gefasst, okay? Ja. Auf alles gefasst sein? Warte. Was meinst du damit, Owen? Ach, und guck mal, es ist nicht mehr weiß. Ach, das geht zu schnell. Ey, Gully, aufstehen bitte. Hat wohl keinen Bock. Okay. Kann ich hier durchfahren? Bitte lass mich durchfahren. Oh, ja. Nice. Oh. Wir haben ein totes Tier. Es ist wirklich ein totes Tier. Ich kann es sehen. Es ist ein Reh. Okay, analysieren. Überfall. Oh mein Gott. Nicht zu schnell. Aus. Bewegung, los. Owen. Owen, alles in Ordnung? Was ist los? Bin gerade beschäftigt. Sagen Sie mir, dass alles unter Kontrolle ist. Soll ich lügen? Ja, wenn es meine Nerven beruhigt, das ertrage ich nicht. Wir arbeiten daran. Hey, warte, warte, warte! Nein! Ich will das Auto steuern! Versuchen wird, das Tier aus der Luft zu betäuben. Ja, ja. Versuchen. Erstmal kommt ein Foto hier. Ey, wie nice ist das denn hier? Okay, was ein gutes Foto. Ey, warte, darf ich aber in das Auto rein? Ich will ganz kurz in das Auto rein. Da ist er. Hi. Ui, 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 ui. Hallo. Oh, shit. So, wir checken erstmal die Lage hier. Warte mal. Friss. Ist halt so ein Ausweichmanöver, so weißt du? Ich komme nicht drauf. Also, das ist circa so, er findet es sehr interessant und wir haben die Möglichkeit halt ganz normal ihn zu beobachten und das tun wir jetzt auch, okay? Was macht der? Nicht interessant? Was sieht so gut aus? Hey, sag, es gefällt dir. Es ist doch hübsch, oder nicht? Oh oh. Fahrt weiter, fahrt weiter. Was macht er? Ja gut. Entweder er hat Läuse oder ich habe keine Ahnung. Er kratzt sich andauernd. Ja, irgendwas hat er da. Okay, pass auf. Wir brauchen unseren Helikopter. Wo ist der? Hallo? Hallo? Mist. Oh, du siehst gar nicht gut aus, Kollege. Oh mein Gott. Oh oh. Aussondern? Nee, absenden. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, ist das cool. Hi. Nein, ich will ins Auto rein. Hey, so ein Spiel habe ich mir gewünscht, aber auch, dass man jetzt rauslaufen kann. Aber das gibt's leider nicht. Aber ey, wenigstens haben die es möglich gemacht. Hallo. Oh Mist. Das ist fett. Also die Jagd nach einem Allosaurus. Oh, Kacke, wir können... Oh, hallo! Wir können ihn also nicht anfahren. So, und eine Sache muss ich jetzt ausprobieren. Kommen Sie, kommen Sie, kommen Sie. Okay, er hört instant auf. Alles klar, Kollegen. Fahrt mal lieber zurück. Oh, er blutet. Warte, wir müssen uns beeilen, ey. Es beginnt. Wir gehen weiter runter. Er jagt sie immer noch hinterher. Okay, das ist perfekt. Wo ist er denn? Da ist er. Jetzt heißt es nur noch treffen. Ah, nicht getroffen. Hier einmal. Nicht getroffen. Noch einmal. Zack. Treffer. Mist. Daneben. Jetzt aber. Na gut, treffen muss wieder gelernt sein. Und treffen. Komm, noch einmal, noch einmal, noch einmal. Zack, Junge. Na gut, so weit brauche ich auch nicht. Und? Come on, let's go. Ja. Gute Nacht, mein Kleiner. Schlafen Sie gut. Claire, was los? Wie ist der Status? Er sieht gut aus. Wir sind nah dran. Wir haben fast alles unter Kontrolle, aber das Tier ist verletzt. Wir müssen sie zur Beobachtung und Behandlung in ein sicheres Gehege bringen. Ach, schaut mal, er ist wirklich verletzt. Wir müssen uns um ihn kümmern. So, gut. Das bedeutet, sorg um den Allosaurus ins Gehege. Das sollte ja gar kein Problem sein. Genau. Du kommst erstmal hier rein, Kollege. So, wir müssen aber jetzt ganz schnell schleunigst sein Gehege ein bisschen größer machen. Weil das ist ein bisschen... klein. Freunde, wir haben einen neuen Dino im Park. Naja, nicht wirklich im Park, aber das ist er.
Er sieht verdammt gut aus. Auch, dass er jetzt blutet, das hat was. Aber ich frage mich, von was er sich verletzt lassen hat. Es sieht wirklich gut aus. Wir nennen ihn, glaube ich, Big L. Es ist Big L. Gary würde sagen Big L. Passt auch. Uiuiuiuiui. Du siehst auf jeden Fall einen Ticken besser aus als wie im ersten Teil. Muss ich zugeben. Ruh dich schön aus. Du hast es dir verdient, okay? Die Ranger kommen nur kurz und checken deine Lage, okay? Er hat immer noch ein paar Flöhe, aber kein Problem. Ist nicht schlimm. Wir waschen dich. So, Ranger. Check ihn ab, okay? Falsche Richtung. Sitzt hier. Okay. Fehlender Wald. Nicht diagnostiziert. Okay, pass auf. Wir kümmern uns erstmal um den fehlenden Wald. Guck mal hier. Hier ist ein bisschen Wald. Machen wir hier ein bisschen hin. Hier ein bisschen hin. Ich brauche eine paläomedizinische Anlage, um den Zustand des Sauriers zu beurteilen. Ja, ja. Damit so etwas nicht noch einmal vorkommt. Machen wir gleich. Ui. Schmeckt dir, wa? Extra früh. Seine Augen sind rot. Oh, die waren aber vorhin nicht. Oh, guck mal, orange. Und da sind sie so rot. Uiuiui, der ist echt verletzt. Pass auf, wir müssen uns schleunigst um ihn kümmern, okay? Also, jetzt kann er nicht mehr... Was war das? Gully! Oh, der Gully sieht auch viel besser aus als wie im ersten Teil. Ich fand, im ersten Teil war der so... Keine Ahnung, hatte der überhaupt diese Schuppen gehabt? Ich weiß es nicht, aber er sieht viel, viel besser aus. Aber trotzdem noch sein Gesicht behalten, sozusagen. Aber siehst gut aus, Kollege. Einmal weg mit dir. Du kriegst vielleicht gleich Konkurrenz, ja? So, das haben wir erledigt. Baue dieses betriebsbereite Gebäude. Paläomedizinische Anlage. Super, müssen wir hier hinten leider hinbauen. Gibt's keinen anderen Platz dafür. Okay, das Gebäude ist fertig. Oh, das kenne ich doch gar nicht. Manchmal muss jemand Neues ein Problem angehen. Ja, mach ich. Stellen wir einige Wissenschaftler ein, die diese Tiere diagnostizieren können. Wissenschaftler? Waren das nochmal? Uiuiui, hier sind die ganzen... Oh, oh, da gibt's doch... Oh, hier, die Morphodon. Uiuiui. Das wird nice. Ah, hier, Wissenschaftler. So, wir brauchen einen, der heile... Oh, hier, der... Oha, Sahana Kabatia. Wir rekrutieren dich, okay? Machst gute Arbeit. Hoffe ich drauf. So, wir haben weitere Finch. Wissenschaftler eingestellt. Hab ich gemacht. So haben wir den Gesundheitszustand des Sauriers besser im Griff. Ja. So, wir gehen jetzt mal hin. Die reden noch. Also, da oben sitzt die Frau drin. Das ist die Kameraansicht. Und wir bewegen uns jetzt mal ganz kurz zum Allo. Eieiei, das kann jetzt was werden. Also, ich muss wirklich sagen, ich weiß nicht, ob das im ersten Teil ging, aber dieses mit der hier Ego-Perspektive sozusagen. Hammer. Nicht erschrecken, Kollege. Wir kommen hier gar nicht durch. Wir haben alles im Griff. Halt, stopp! Warte, wir machen etwas. Einmal schießen. Dahin. So, beruhig dich. So, wir machen jetzt einen medizinischen Scan, okay? Was hat sie da in der Hand? Was ist das denn? Verletzungen. Verwende die MVU, um Saurier mit einem medizinischen Scan auf Verletzungen zu untersuchen. Okay, schwere Verletzungen bedürfen eine besondere Behandlung in der paläomedizinischen Anlage. Saurier müssen direkt in die Anlage transportiert werden. Aha, weise Wissenschaftler der Behandlung der Verletzung zu, während sich der Saurier in der paläomedizinischen Anlage befindet. Okay. Wir müssen den Dino schlagen. Großer Bruch. Ich empfehle Beruhigungsmittel, aber wie Sie wollen. Ah, schade, aber hier gibt es keine Ego-Perspektive. Okay, das hat jetzt gefehlt. Na egal, vielleicht kommt es ja noch in Zukunft. Wir müssen dich leider betäuben. Und wir müssen ihn dann wirklich dann reinbringen? Also da in das Gebäude rein? Das wäre ja schon fett. Am besten, dass wir ihn selbst den Knochen, wie heißt es jetzt, selbst zusammenfügen können, weißt du? Aber ich glaube, das ist nicht möglich hier. Das wäre zu viel des Guten. Stehen geblieben. Gute Nacht, mein Großer. Okay, er liegt. Ey, richtig, richtig ein Süßer. Jetzt, da wir den Saurier vorübergehend unter Kontrolle haben, ja, bringen wir ihn in die paläomedizinische Anlage, wo wir ihn behandeln können. Okay, machen wir. Zustellen an Anlage. Warte, was? Kabatia, du kümmerst dich hier am besten drum. Let's go. Ey, das will ich jetzt sehen. Was passiert jetzt? Oh, schneit. Oh mein Gott. Was machen die? Alter, das ist schon cool, was sie da eingebaut haben. Muss ich wirklich sagen. Das ist... Jede Folge werde ich aufs Neue überrascht. Genieß es, Kollege. Du bist gleich geheilt. Oh, sieht aber schon süß aus. Ach,
Ach, guck mal, hier steht sogar die Zeit. Transportieren Sie das Tier sicher in sein bequemes Gehege, ja? Mach ich. Eieiei. Ei, das wünscht sich jeder, der Dinosaurier liebt, dass man sowas sehen könnte. Glaubt der Trike rastet da aus? Keine Ahnung. Schaut euch das an, ey. Krass. Gut, dann müssen wir uns jetzt um den Allosaurus kümmern. Ja, der Trike ist hier einfach draußen, aber der macht nichts. So, Allo. Okay, 80%, das kriegen wir ja locker hin. Er ist eben in einem Galli im Gehege, Fleisch hat er, er hat alles. Halt dich mal hoch, Großer. Du hast immer noch rote Augen. Ich glaube, wir haben es geschafft. Schade, ey, bitte. Verlass mich nicht, Allo. Nein! Mission abgeschlossen, Bundesstaat Washington. Ah! Wir haben dafür gesorgt, dass sich die Saurier im Wald gut entwickeln können. Mhm. Zuerst glaubte ich, dies sei das Beste. Dann haben wir realisiert, dass Wälder ein Fünftel der Landmasse der USA ausmachen. Und fast 40% von Kanada sind Wildnis. Mit der Naturschutzbehörde und der CIA haben wir dafür gesorgt, dass sich die Saurier wohlfühlen. Mitten im Wald. Ich hoffe, die Verantwortlichen wissen, was sie tun. Denn die Saurier wissen das. Definitiv. Hey, wenn ihr euch vorstellt... Oh, Pennsylvania. Wenn ihr euch vorstellt, Wald ist das Beste, was die Dinosaurier haben. Das bedeutet, der neue Kinofilm... Ich habe das, wie gesagt, in Jurassic World 2 vermisst. Mit der Indoraptor. Es war so wenig Dschungel, Wald und zu sehen. Und sowas... Die einzige Art des Fliegens, was? Will ich sehen. Privat. Weit weg vom Trubel der Öffentlichkeit. Keine neugierigen Blicke, die stumm Fragen stellen, die ich nicht beantworten will. Nun nennen Sie mich verrückt. Es wäre nicht das erste Mal. Aber wir müssen unsere Geschäfte zentralisieren. Darum habe ich diesen Ort gewählt. Gut, ich habe ihn nicht selbst ausgesucht, aber ich war daran beteiligt. Ich habe das Memo bekommen. Die Appalachen sind seit jeher ein Ort, an dem Menschen quasi verschwinden können. Ob allein oder mit Hilfe. Warum also nicht auch die Saurier? Uiuiui, ey, das ist richtig schön hier. Oh, wie im Herbst. Lieferung mit gefangenen Carnotaurus. 2 Minuten noch, was haben wir Zeit? Ui, da müssen wir ganz kurz hinmachen. Okay, sie treffen jetzt ein. Die Frage ist, ja, die können jetzt schon reinkommen. Aber ich muss instant bei denen was checken. Ranger, ihr kriegt eine Aufgabe. Checkt die mal ganz kurz ab. Ich muss ganz kurz herausfinden, was sie nochmal mögen, weil ich hab's schon vergessen. Ja, ist ja gut. Ihr kriegt doch gleich das, was ihr mögt. Denen geht es gut. Denen geht's wirklich gut. Komisch, irgendwie Dinosaurier in dieser Umgebung zu sehen. Oh, it's showtime. Wer ist der Stärkere? Wer ist der Boss? Ja. Okay. Ja, das lief wohl nicht so gut, wa? Und abgehakt. War ja so eine schwierige Mission. Lieferung mit gefangenen Allosaurus. Da sind wir doch jetzt, wo wir eben gerade stehen geblieben sind. Oh no, guckt euch das mal an. Man kann ja hier Wald bauen. Und das sieht... Hey, das sieht richtig schön aus. Okay, ich glaube, das sollte aber eigentlich genügen hier. So ein bisschen Wald, offene Fläche. Passt dann schon. Hier aber das ein bisschen weiter weg, weil das war ticken too much. Aber das ist doch mal schön. Und da ist er. Herzlich willkommen in Pennsylvania. Warte mal, wo ich jetzt gerade überlege... Ein Allo, zwei Kanos. Sind das unsere alten, also die wir gerade vorhin hatten? Es sieht einfach so nice aus. Ich muss wirklich sagen, ich bin hin und weg, was dieses Spiel betrifft irgendwie. Ich hatte, ich weiß nicht, wer meine Streams halt gesehen hat. Anfangs war ich so ein bisschen wirklich skeptisch. Aber mittlerweile muss ich wirklich sagen, es sieht verdammt gut aus. Und es ist viel besser als der erste Teil. Ich glaube, den ersten Teil werde ich nicht mal anrühren. Aber der zweite Teil hier... Wow, wow, wow. Good game. Aber Kollege, bitte jag doch mal. Jag mal bitte. Ey, habt ihr das gesehen am Hals? Man könnte so eine geile Doku irgendwie machen. Das wäre sick. Ich denke mal, der eine oder andere wird es bestimmt machen. Ach man, bitte iss doch mal die Ziege. Ich will deine Animation sehen. Bitte.
please. Also er hat die Ziege bis jetzt noch nicht mal angeguckt, angerührt, gar nichts. Aber getrunken hat er und normal Fleisch gegessen. Aber mehr hat er auch nicht gemacht. Er läuft einfach nur umher und pennt. Boah, schaut euch die Sonne an. Schaut euch die Sonne an, sie geht gerade auf. Uiuiuiui. Schick, schick, schick. Schon allein nur die Dinosaurier. Nicht nur die sehen gut aus, sondern die ganze Natur. Schaut euch das mal an. Kommt mir auch irgendwie vor wie DayZ. Und was da hinten ist, werden wir auch noch in der nächsten Folge halt alles begutachten. Ne? Hier gibt es ja einiges. Ich denke mal, wir werden auch wieder rumfahren können. Aber jetzt ist verdammt nochmal eine Ziege. Okay, ich gib's auf bei ihm. Es funktioniert einfach nicht. Da würde ich schon mal sagen, wir machen den Rest in der nächsten Folge. Ich bin gespannt, welcher Dino diesmal drankommt. Wie gesagt, ich würde die Folgen ja länger machen, aber ich will halt gerne so alles beieinander haben. Guck, das war die Folge des Allosaurus, weißt du? Und deswegen halt passt es so. Ey, aber wie gesagt, ich hoffe wie immer, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir auf jeden Fall ein Kommi, Like oder ein Abo da. Also, bis zum nächsten Mal.